hast ja angesprochen, Rente mit 67. Ne? So, meine Jungs am Bau, die Krankenschwester im Krankenhaus, die Kassiererin, was weiß ich, alle, die schwer körperlich arbeiten, schaffen das nicht, bis zum Ende zu arbeiten. Ich bin mittlerweile durch meine Krebserkrankung auch so weit, dass ich wahrscheinlich meine Rente einreichen muss, weil ich es einfach nicht schaffe, wieder 7 Stunden puckeln zu gehen. Gebäudereinigung ist ein schwerer körperlicher Arbeit, ein schwerer Job. So, jetzt habe ich mir natürlich die Berechnung schicken lassen, was die mir alles abziehen, das heißt, für 38 Jahre, Steuerklasse 5, ich habe leider meine Abrechnung vergessen, die hätte ich gerne hier präsentiert, bekomme ich, aber auch nur, weil mir aus meiner ersten Ehe Rentenanwaltschaften übertragen worden ist, 725 Euro. So, hätte ich jetzt nicht meinen tollen, lieben Ehemann, müsste ich eine Aufstockung beantragen. So, dann gehe ich zum Arbeitsamt oder Versicherungsamt und dann mache ich mich nackelig. Das heißt, die haben das Recht, was hast du am Sparbuch, wie groß ist deine Wohnung und, und. Also im Grundbuch steht, die Ehre des Menschen ist nicht antastbar. So, aber was hat ein Mensch, der einen Lebtag mal lucht? Ich habe nicht einen Pfennig vom Papa Staat bekommen. Ein Lebtag mal lucht, der kommt durch Krankheit in so einer Situation und wird nicht aufgefangen. Erstens, das ist der Grund, warum wir für Arbeiter und Angestellte die Rente mit 67 wieder abgeschafft haben. Die gibt es nicht mehr. Denn nach 45 Versicherungsjahren. Nee, nach 45 kannst du ab 63 aufwachsend bis 65 abschlagsfrei in Rente gehen. Das ist die Wiederherstellung des alten Rentenrechts. Denn so war es vor dem Beschluss der Rente mit 67, dass du mit 65 und manchmal mit 63 gehen konntest. Das gilt für Akademiker nicht, weil sie auf die 45 Jahre nicht kommen. Und es gilt nicht für die, die sozusagen aus beruflichen Krankheitsgründen oder persönlichen Gründen berufs- oder erwerbsunfähig werden. Deswegen haben wir die Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente ebenfalls gestärkt. Das heißt, bei der Rente, finde ich, ist es nun gerade so, dass die SPD unter Beweis gestellt hat, dass sie etwas, was ja in Wahrheit jeder wusste, nämlich dass viele Menschen gar nicht bis 67 arbeiten können, meistens nicht mal bis 65, sondern dass die Rente mit 67 für die meisten nichts anderes war als eine Rentenkürzung. Das hat die meisten ja genervt, dass wir noch versucht haben, ihnen weiß zu machen, sie könnten bis 67 arbeiten. Mich hat meine Krankenschwester auf einer Debatte gefragt, wollen Sie ernsthaft von mir im Krankenhaus mit 67 gehoben werden? Und da war ich noch 5 Kilo schwerer. Also meine Mutter ist Krankenschwester gewesen, meine Schwester arbeitet im Krankenhaus. Das sind Berufe, bei denen das undenkbar ist, nicht nur bei in Gebäudereinigung. Nur, was wir nicht ändern können, ist, dass du eine bestimmte Anzahl von Jahren gearbeitet haben musst, um sozusagen abschlagsfrei in Rente gehen zu können. Was wir ändern können, sind die Bedingungen für Erwerbs- und Berufsunfähigkeit. Aber wir können sozusagen nicht prinzipiell sagen, wie manche das fordern, nach 40 Jahren muss die volle Rente kommen. Das wäre auch gelogen, das der Öffentlichkeit zu sagen. Sondern was wir getan haben, ist für Arbeiter und Angestellte die Rente mit 67 wieder abzuschaffen. Und übrigens, was wir tun werden, ist den Irrsinn verhindern, deswegen bleiben wir auch in der Koalition, den die Union will, nämlich die Rente mit 70. Mhm. Auch noch mal ein Argument, nur so zum Hinterhergeschieben, warum der. So, und jetzt habe ich die undankbare Aufgabe. Ich weiß, Sie beide werden mich hassen. Aber das letzte Wort haben natürlich Sie, Frau Neumann. Deinen Ausführungen habe ich ja gut zugehört. Aber wie kann es sein, dass jeder Zweite, der hier lebt, Rente bezieht, wo er dann Grundsicherung beantragen muss? Also die Antwort lautet, dass derzeit 3% in Deutschland Grundsicherung beantragen. Ich kenne aber mehr. Wollen wir das mitnehmen in die Diskussion? Was stimmt ist? Das ist doch eine gute Idee. Was stimmt ist, dass die Zahl wachsen wird, wenn wir nichts machen. Denn jetzt kommen ja die ins Rentenalter,
die zum Beispiel in Ostdeutschland über viele Jahre arbeitslos gewesen sind oder im Niedriglohnsektor gearbeitet haben. Deswegen wird der Anteil derjenigen, die Grundsicherung beantragen, in den nächsten Jahren steigen. Das, wenn wir nichts tun. Genau, und da aber was zu tun ist... Ich bringe dir mal meinen Rentenbescheid mit. Das ist doch eine Idee, ja? Oder? Nehmen Sie sie beim Wort. Ja. Herzlichen Dank, Frau Neumann. Vielen Dank. Applaus